Hallo, herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Star Trek Online. Wir sind dabei, wir sind immer noch in der temporalen Ausdehnung zugange in der Sphäre. Ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal wieder hochbeamen und schauen, was uns jetzt erstmal erwartet. In der letzten Folge haben wir ja der USS Yorktown geholfen und wollten die Sphäre zerstören. Mal gucken, was wir jetzt erreicht haben. Die Ausdehnung wirkt sich auf unsere Schilde und Hülle aus. Könnt ihr nicht lange standhalten, bevor die Besatzung den negativen Effekten erliegt. Auf der Yorktown wird es noch schlimmer sein. Standen. Oh. Oha. Oh, hau, 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 hau. Oh, kommt noch dazu, dass unsere Schilde, dass wir kontinuierlich Schaden kriegen. Ah, super. Munitionsausrüstung rekalibrieren. Tun Sie es. Noch mehr Verstärkung. Was? Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie so krass sind. Uiuiuiui. Okay. Die haben wohl so ein bisschen doch noch was drauf. Lange her, dass ich so schnell kaputt gemacht worden bin. Signal versteckt. Arbeiten Sie schnell, 0718. Uns läuft hier die Zeit davon. Oh. Ein Schloss. Geh mal raus aus dem Feld. Wenigstens keine Traktorstrahlen. Oh, schon mal sagen. Boom. Letzte Verbindung herstellen. Wir nehmen da jetzt nochmal hier. War noch was zu die Sprengladung. Sehr gut gemacht. Gut soll das sein. Oder und Strahlenbank. Ich habe die Yorktown in der Leitung, Admiral. Sie sind bereit. Die und 078 werden bestätigt. Wir sind unterwegs. Nachbesprechung. Sind wir jetzt? Nice work over there. It was rough for a moment, but you both. Jetzt geht das wieder los. What the? I'll see you back on the ship, sir. Most curious. I believe that wound occurred due to a temporal shift. Something has happened elsewhere. Das ist schon mal passiert, aber wir sind uns nicht sicher, wieso. A question for another time, perhaps. In the end, you came through for us. On behalf of Starfleet and the Yorktown crew. Thanks. Indeed. Safe travels to you and your crew. Vielen Dank und weiterhin alles Gute. Weiter zum Hochbeam. Oh, ein Uralt-Kommunikator. Lustig. Sehr cool. Okay, ja, haben wir die Mission ja auch schon mal abgeschlossen. Das ist ja wunderschön. Rufen wir jetzt nochmal Daniels.
The envoy has been busy since our last meeting. I think we can add the sphere builders to our list of known TLF associates and members after this encounter. The builders are no strangers to temporal war. Their experience could tip the balance of power against us. Fortunately, their ability to operate in our dimension is extremely limited. For now. Gut, was haben wir denn? Butler der Kelvin Zeitlinie. Eine Nahkampfwaffe. Und ich brauche mir davon gar nichts. So ziemlich. Nehmen wir mal die Vorbildkammer, da haben wir ja nämlich eigentlich eine schon. Some time ago, there was a temporal disruption involving the USS Enterprise C. We thought the matter was fully resolved, but there was an oversight. We need to find one of the Enterprise C survivors, a temporal duplicate of Starfleet Admiral Tenet. Until we reconcile her displacement, the timeline is in jeopardy. There's one person in particular that can provide the location of the survivors. Sela of Romulus. We believe she's operating in the Cytor system. Meet me there to search for Sela and enlist her aid. Okay, was kriegen wir hier? Konsole Wissenschaft Tarnmodul. Polaron Covered Ops Pistole. Okay, das ist ein Romulus Set. Stay safe out there. Überleben da, das müsste jetzt die letzte Mission sein. Vorbrennkammer. Wir haben da auch. Ah, guck mal, wir haben da so eine. Ich weiß nicht, ob die stacken. Das müsste man mal hinterfragen. Wenn wir den ausschlachten, den können wir auch nochmal ausschlachten. Wenn wir das nochmal nehmen, ansetzen. Wenn hier noch unsere Leute nochmal bestücken hier. Na, wie kommst du? Kommst du her? Auf. Nochmal hin, du kriegst was zu essen. Was zu essen. Bildladung. Ist schon mal wieder ein bisschen. Gut. Ich schon mal wieder ein bisschen mehr Vermögen. Lithium. Wenn ihr gleich nochmal ein paar Phönixkisten kommt. Belohnung einsammeln. Ah, ja, echt gut. Körperreligion. Ja. Projekt. Gündlich. Bild für feindliche Umgebung. MK. Anforderung, dunkle Materie, Quantentorpedo. Ja. Fügt ein Stapel dunkle Materieauflösung hinzu. Kritische Treffer gewählt. Cool. Hier. Und da. Wir haben ja momentan das Verteidigungsset. Aber das nehmen wir. Den nehme ich. Wie brauchen wir da? 5! Wir haben nur 300. Ernsthaft. Verdammt. Ich brauche nochmal Discovery-Magen. Okay. Brauchen Discovery-Magen. Können wir das erstmal. Machen wir den erstmal nochmal. Wir werden jetzt aber. Ich werde jetzt aber trotzdem nochmal. Guck mal, die Duty-Offiziere sind auch nochmal fertig. Geschlossen. Abgeschlossen. Belohnung annehmen. Wir können jetzt nochmal in den Store reingehen. Guck. Speziell. Ende. Phoenix-Pakete. Nehmen wir 10 Stück. Oder nehmen wir erstmal ein. 10 Stück. Ein. Wir haben 52.000 Dilithium. Ja, wir kaufen mal 2. Guck ich mal rein, was da noch ist. Hier. Verwenden. Seltener Preisgutschein. Verwenden. Und ein. Verwenden wir. Coole Technik. Brauchen wir nicht. Mit den das können wir nicht ausschlachten. Ich will ihn ausschlachten. Kann der sowas nicht ausschlachten? Ich nicht gut. Komponenten, Jevonit. So viel Quatsch eigentlich hier im Dings drin, ne? So, Phoenix-Paket, Preispaket. Wir haben gewöhnlichen. Können wir Tribbles holen. Gesten können wir auch noch holen. Raumschiff-Paket, Daumen hoch, Daumen runter. Raumschiffbegleiter, Jägerstaffel, Universal Tech Upgrade. Oh. Jeder kann Dilithium kosten. Ich glaube, den holen wir. Das könnte uns bestimmt noch helfen. Selten. Dienstoffizier. ISS Study. Ah. Das ist gut. Wissenschaftsoffizier. Universal Kit. Ordnet eine elektrische Energieladung.
Stompack Sturmwaffe. Machen Sie Platz für mich. Aha. Kobali Uniform, Dienstoffizier, taktische Exocomp. Nein, wie cool. Nein, das brauchen wir nicht. Kristalliner Splitter. Konsole Universal, kristalline Absorptionsmatrix. Energiewiderstand, zufällig Antiprotonenschaden. Energieschaden, Widerstand, Konsole, Taktik, automatischer Verteidigungsgeschützturm. Alle 3 Sekunden auf einen zufälligen Gegner innerhalb von 3 Kilometern. 100 Plasmaschaden, tötet das Ziel, wenn dies ein Projektil ist. Cool. Das ist eine Taktikkonsole. Und da kriegst du noch, gibt's noch. Das ist doch bestimmt. Für unsere Rufgeschichte. Das ist cool. Kaufen. Soll ich mal gucken? Da gucken wir mal rein. Ruf. Offizier, guck mal, wir haben was abgeschlossen. Admiralität, das meinte ich. Entschuldigung. Da können wir. Guck mal, da, das passt. Jawohl! 20 Technik pro Schiff, keine kleinen Schiffe. Aber ich glaube, das kriegen wir sowieso nicht hin. Nö, dafür haben wir unsere Schiffe. Aber das ist schon mal gut zu wissen, was denn da so drin ist in diesen Phoenix-Paketen. Ist ja schon mal gut. Forschungsschub. Wir können ja noch mal gucken, ob wir hier noch mal so ein Land kriegen. Schwere Dualkanonen. Aber wie ich mal gucken. K12. Schwere Tetrion. Was steht uns denn da? Da haben wir keinen für. Oh nein. Der doof. Was war das andere, was wir brauchten? K12? Weiß ich, dümpelt jetzt hier gerade mal so ein bisschen rum. Aber rumdümpeln muss. Oh, da haben wir auch keinen für. Spezialist für Materie, Antimaterie. Noch Projektiere. Ja, doof. Ja, Übersicht. Guck mal, wir können hier noch mal. Wir haben hier noch mal hier ein paar Sachen. Ne, haben wir nicht. Persönlich. Heilungsleiter. Nein. Schade. Also, wir haben hier erstmal nicht mehr viel zu tun. Wir werden erstmal ins Sitor-System noch mal rein. Autorisation reisen. In der Zwischenzeit. Können wir ja mal noch mal so ein bisschen. Oh, Geschütztürme. Können wir nicht auch Geschütztürme machen? Wie ist das denn hier? F und E. Kanonen. Ballkanone. Geschütztürme. MK12. Da fehlt uns bestimmt auch einiges für. Ja, da fehlen uns natürlich die gleichen Sachen. Aber was ist, wenn wir ein K11 machen? Geht uns da auch. Ah, und Etrian-Geschützturm MK10? Oh ja! Katalysator, gewöhnlich. Ungewöhnlich. Haben wir nur den Katalysator? Verdammt. Niedrige F- und E-Fähigkeiten in Kanonen. Ja, ich weiß. Ohne Fähigkeiten. Sondern Anna? Nein. Ah. Ja. Wir gucken wir mal. 3 Stunden. Resultat blau. Ist doch gut. Blauer MK10. Ist doch perfekt. Was haben wir denn hier drauf? Oh, wir haben nur MK6. Also, alles gut. Das geht doch gar nicht. Hier war schon mal besser als unsere. Ja. Oder was wir drauf haben. Wir brauchen noch auf jeden Fall noch Discovery-Marken. Aufgaben, schon wieder eine Aufgabe abgeschlossen. Wir können doch Aufgaben. Huch. Neu würfeln. Sehen Sie, was war Gegner am Boden? Ja, super, ist genau genauso blöd. Nun gut, aber bevor wir jetzt hier weiter anfangen, ich habe jetzt so hier genug rumgedröhnt. Irgendwas wollte ich noch mal. Achso, ja. Können ja bestimmt nachher nochmal aufwerten. Wir haben ja so ein Aufwertungsding bekommen.
Können wir ja nachher mal gucken, ob wir das aufhalten können. Genauso wie mit denen. Antikroniton, wir haben. Hatte ich es weiter hier? Ne. Aufwerten! Technik einfach. Nein. Phoenix-Pack. Forschungsverstärkung 1,5. Chance auf Qualitätserhöhung. Upgrade anwenden. Bereit zum Upgrade. Aufwerten. Fordern. Schade. Wir brauchen noch mal so ein paar Phoenix-Aufwertungspakete. Ja, dieser Geschirr ist aber am anderen Schiff. Schade. Hätte die Qualität auch aufwerten können. Verdammt. Okay. Macht aber nichts. Wir werden das alles noch mal hinkriegen. Wir werden uns auch noch ordentliche Waffen besorgen. Ich werde mich mal informieren, wo es ein paar Tetrium Waffen gibt und werde die vielleicht mal ein bisschen nachfahren. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder bei Star Trek Online. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und vergesst nicht, uns ein Abo und ein Like dazu lassen. Macht's gut. Zum nächsten Mal von Star Trek Online.